Jetzt ist erstmal Grillstunde und zwar das wohl für immer, weil ja, man könnte auch sagen, das mit unseren Feuerwehrarbeitskräften hat sich erledigt. Und da dieses Fahrzeug ja. Können wir die Leiter vorbereiten? Nö. Wahrscheinlich hätten wir irgendwie mit Leiter und Feuer hoch und so weiter und dann kann der eigentlich schon wieder nach Hause fahren, ne? Okay, ja, du mal zur Wache zurück. Von mir aus kannst du auch zur Wache zurückkehren. Da oben, die Jungs sind jetzt am Arsch. Ich konnte auch echt nichts mehr machen. Blaues Feuer. Ja, das sollen wohl irgendwie die Funken sein oder sowas, die da fliegen. Nö, du kannst auch nach Hause. Und jetzt schauen wir dann gleich zu, wie die Geschichte hier abbrennt. Man kann jetzt doch was holen. Okay. Gut, aussteigen. Die können gar nichts mehr. Wir können denen auch, glaube ich, nicht helfen, solange es da brennt. Von da aus würde ich sagen, das ist jetzt unser erster Auftrag, der so richtig hart gescheitert ist. Mission verlassen. Personal verletzt. Jo, zweimal, das ist perfekt. Oh, ein Hamster wurde nach mir benannt, weil ich zu dumm war, Flammen zu löschen. Irgendwie wurmt mich das jetzt etwas. Indoor-Grill-Party, ja, das ist ein gutes Stichwort. Das könnte man eigentlich mal machen. Wie arbeiten wir jetzt hier? Ist das eigentlich, ist das jetzt so das übliche Vorgehen oder? So. Verbinde den Zulauf des trockenen Steigrohrs mit dem Fahrzeug. Gut, und er hier darf wahrscheinlich jetzt gleich hier ran, ne? Denn was sollte er sonst tun? Wir sind schon fast ein bisschen zu schnell fürs Tutorial. Das ist doch cool. Das ist ja clever. Wir können jetzt quasi mit unserem Werkzeug da hochgehen. Und dann oben stehen. Kommen wir hier wahrscheinlich raus? Irgendwann? Aber ich finde das Tutorial eigentlich ganz schön aufgebaut. Vor allem, dass es nicht so nüchtern stundenlang am Stück nur Tutorial ist, sondern dass es wirklich ein bisschen so nacheinander, dass man immer mal ausprobieren darf, quasi im freien Spielmodus. Okay. Dieses Steigrohr. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hatte das andere Gerät nicht ein Steigrohr? Das andere Gebäude nicht ein Steigrohr, wo wir gerade hart verkackt haben? So. Der hat eh keine Crew. Mehr Löschpersonal brauchen. Wir brauchen eigentlich hier nur Personal für. Und haben wir sonst noch irgendwie die Möglichkeit, Personal überhaupt einzustellen? Ein echter Commander. So, unser echter Commander darf dann jetzt mal anfangen zu arbeiten. Weil zwei Feuerwehrleute sind einfach Pflicht. So. So, entsenden. Drehfahrzeug bringt uns nichts. Und daher können wir die beiden losschicken. Ich weiß auch nicht, warum wir da kein Team für vorgeben können. Ich meine, die Leute hätten wir ja mittlerweile. Aber wir dürfen da einfach kein Team machen. Für den. Jojo. Gleich wird es dann eine fünfminütige Pause geben. Ich muss dann Lenkrad aufbauen und so weiter für Project Cars. Und hoffentlich überlebe ich diese spielerische Umstellung. Ah, Louis ist wieder einsatzbereit. Kann ich den jetzt vielleicht nochmal eben einstellen? Nö. Warum können wir den nicht? Der ist doch, das ist doch bereit. Warum haben wir hier keine Crew für? Teamplätze. Warum null Teamplätze?
und dann diese Mission hier starten. Ja, schon der nächste Brand. Ey, das wird jetzt hier richtig stressig. Oh, wir dürfen nochmal in unserem Lieblingshaus arbeiten hier. Ah, da ist dieses Steigrohr. Gut, das ist schon mal ein Hinweis, den wir brauchen. Er fährt hier durch. Ich freue mich. Jetzt haben wir eine Chance, das besser zu machen. Das ist vielleicht auch einfach so eine Erfahrung, die man im Spiel mal machen muss. Dass man einfach mal hilflos zusieht, wie seine Kameraden da Probleme bekommen. So. Und dann möchte ich gerne hier den Schlauch. Obwohl, wir haben zwei Männer. Ah, bitte zurückgeben. Nein, 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 nein. Das hier sollst du zurückgeben. Und er hier soll auf jeden Fall mal Dingens holen. Er soll den Verteiler holen. Genau. Und er soll ne Dings direkt mitnehmen. Er soll doch keinen Verteiler hier holen. Er muss einen Feuerlöscher holen, damit wir den Weg zum Verteiler erstmal frei machen können oben. Aber man sieht, ich lerne dazu. Das ist schon mal gar nicht mehr ganz so dumm wie am Anfang. Also immer noch nicht schlau, aber jetzt auch nicht mehr dumm. So. Da brennt es einfach immer noch, ja. Aber ich glaube, das ist der nächste Brand. Die haben quasi extra nochmal einen Probebrand gelegt für uns. Weil ich immer so lieb bin. Mit etwas Glück ist die Tür jetzt offen. Gut, dann können wir nämlich hier wirklich. Hallo? Sollst du hier einen kaputt machen? Dinge tun sollst du hier. So. Und dann können wir nämlich ihn hier. Was hat er jetzt dabei? Bob? Nee. Ja, hier hat er den dabei. Teilweise kommt es extrem darauf an, wie die Kameraperspektive steht, ob die Leute das annehmen oder nicht. Du sollst da mal ganz schnell weggehen. Immer diese unerfahrenen Kräfte, ey. Vorbereiten, hier. Genau da. Und sie soll jetzt mal hier Werkzeug anbringen. Er darf mal runtergehen. Und er steht jetzt hier und darf sich auch ein Dingens holen, ein Schlauchstück holen. Hey, wir sind auf einem guten Weg, oder? Also die Person da, die ist eh in einem sicheren Raum, sage ich mal, hat sich gut verbarrikadiert. Also die automatische Gehhilfe von den Leuten hier, die ist so komisch. Da hätte ich ja echt Angst um meine Mädels da, wenn die so da arbeiten. Also Bob. Bob ist ja eigentlich kein Mädel, Bob ist Bob. Und deshalb ist das auch, glaube ich, nur okay. Sonst würde das, glaube ich, gar nicht gehen. Bob hat gleich keinen Sauerstoff mehr, wenn ich das richtig sehe. Und dann können wir hier Verteiler Nummer 2 anschließen. Hallo. Und dann, genau. Bob macht das schon gut. Also top, wirklich. Unsere beste Arbeitskraft. Also wir haben ja auch nur noch ganz, ganz wenig. Nee, ne? Warum ist unser Löschmittel verbraucht? Hä? Ah, okay. Doppelt anbauen hier. Hallo? Scheiße.
machen uns erstmal hier oben wieder bereit. Die dürfen ja erstmal ein bisschen Zeit absetzen. Können wir hier irgendwie hinten rum hinfahren? Das kann jetzt ein kleiner Moment für die da oben hart werden. So, der macht auf jeden Fall einen sicheren, souveränen Eindruck. Und dann müssen wir irgendwie beides anschließen. Das ist auf jeden Fall mal tricky. Ich hoffe, das geht auch, dass man die zwei Quellen anschließt. Ich glaube, in echt würde das gehen, oder? Die haben doch so viele Rohre da hinten. Dass man quasi das Ding nur als Pumpe benutzt. Hallo. Okay. Werkzeug fallen lassen. Der Ken kümmert sich jetzt um den Special Job. Unten hingehen, den Kanalisationsdeckel aufmachen. Oder wahrscheinlich ist es eher Trinkwasserversorgung für Kanalisation. Ich glaube, das macht sich nicht so gut bei der Feuerwehr. Nicht ganz so schlau. Weil wenn du dann da Stückchen in der Leitung hast, dann versperren die dir noch das Rohr. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ey! So. Ja gut, wie machen wir das hier? Der will ja nicht aufmachen. Warum? Da wartet doch jetzt frisches Wasser drunter auf uns, oder wie? Haben wir hier noch irgendwo einen anderen? Ach, Leute. Wird noch schlechter als der letzte. Ja, hier ist auch noch eine Wasserquelle. Na gut, dann würde ich sagen, anscheinend geht dieser Gulli hier nicht. Sind wir vielleicht einfach noch nicht schlau genug und das lernen wir dann erst im nächsten Tutorial oder sowas. Könnte ich mir fast vorstellen. Und heißt, wir nehmen jetzt hier das Löschfahrzeug mit der geheimen Person, die immer so halb mitschleicht. Können dann hier unseren Feuerwehrwagen wieder hinparken. Das wird auf jeden Fall hart für unsere Bob da oben. Das dauert, glaube ich, eine ganze Zeit, bis das wieder alles in Ordnung ist. Dann können wir nämlich hier das Wasser holen und hoffentlich da gleich durchpumpen. Was macht er hier so lange? Will er sich vielleicht mal ein Feuer... ja, er macht einfach gar nichts. Glaube ich am besten. Das kann er gut. Das hat er schon oft geübt. Bevor man nichts macht, macht man erstmal eine Pause, ne? Das kennt er ja. Also wir werden jetzt auch... Das ist jetzt der einzige Versuch, den wir noch machen bei diesem Auftrag. Sieht ja an sich... Also wir hatten auf jeden Fall schon mal einen etwas besseren Start. Aber, gut gemacht ist es trotzdem nicht. Nochmal an einer anderen Stelle hier anschließen. Hallo? Was ist denn jetzt hier mit? Ah, der macht jetzt den Wassertank voll, okay. Und man muss das immer so machen. Das ist ja blöd. Ja, okay, dann geh du schon mal hoch. Deine Freundin hier braucht dich gleich. Man muss scheinbar immer dann dazwischen hin und her wechseln. So. Muss man den natürlich irgendwie davon überzeugen, dass er sein Werkzeug aufheben muss. Das hatten wir vorhin schon mal, dass das nicht ganz so einfach ist. Von mir aus kannst du auch Feuerlöscher holen, weil für die besonderen Brände hier braucht man ja eh dann entsprechend
Ja gut, du kannst ja auch irgendwie mal alleine denken, aber das wäre, glaube ich, zu viel verlangt. Ach, jetzt stehst du hier in der Bude rum. Sehr gut. Um die Person kümmert sich man sich immer als letztes, weil die ist eigentlich am unwichtigsten. Am wichtigsten ist, dass nicht so viel abbrennt. Und deshalb macht man das jetzt einfach auch so, wie wir das hier gerade machen. Und gar nicht anders. Also lasst euch da nichts Falsches erzählen. So wird's gemacht oder gar nicht. Einige werden jetzt wahrscheinlich denken, dann mach es lieber gar nicht. Hoffentlich geht er rein. Manchmal mögen sie ja die Tür irgendwie nicht. So, hier oben. Im Moment werde ich nur noch die elektrischen Flammpunkte, die man dann dementsprechend auch nur mit dem Löscher hier löschen kann. Das ist jetzt eigentlich ein Vorteil, dass wir damit oben sind, aber ich würde trotzdem auf jeden Fall den Schlauch hier oben quasi in Bereitschaft lassen, weil diese blauen Flammen können natürlich irgendwie gelbe Flammen hervorrufen, wenn ich das im Tutorial schon richtig begutachtet habe. Und dementsprechend hoffen wir einfach, dass das jetzt mal gut geht. Den Hauptschalter, wo ist denn der Hauptschalter? Hier in diesem kleinen Kämmerchen? Nö, ich glaube nicht. Hier ist gar keiner. Ich hätte jetzt zumindest noch keinen gesehen. So. Das sieht gut aus. Wir haben die Brände gelöscht. Mission verlassen. Schade, wir wollten uns die eigentlich noch retten. Wir haben einen Durchflusshydranten freigeschaltet. Das ist schön. Aber trotzdem würde ich sagen, das war's jetzt erstmal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, ob ich nochmal Rescue 2 spielen werde. Schreibt hier am besten gleich erstmal in den Chat. Dann lese ich mir das gleich durch. Und wenn die Rückmeldung dazu ganz gut ist, vielleicht streame ich das dann ja bei nächster Gelegenheit mal. Auf jeden Fall geht es hier dann in wenigen Minuten weiter mit Project Cars. Und ich werde jetzt erstmal gucken, wo denn die Jungs so sind.